Selbstverständlich kann man auch ein Längenprofil erstellen lassen. Hier gleichen die gleichen Voraussetzungen wie beim Lageplan. Am besten, ich lade mir ein aktives Teilbild. Dann kontrolliere ich in den Straßenprojektmanager die Favoriteneinstellungen. Auch hier für die Längenprofile kann man sich Favoriten laden, die ich hier bereits schon geladen habe, und kann dann schlussendlich auf den Befehl Längenprofil erstellen klicken und sagen, zu welcher Achse, von wo bis wo und mit welchem entsprechenden Darstellungstyp, sagen wir mal 200 auf 50, möchte ich das Ganze zeichnen. Wenn ich das nun mache und absetze, dann kommt doch das schon sehr schön daher mit allen wichtigen Informationen, die ich benötige. Und auch das gilt hier natürlich, dieser abgesetzte Plan, das sind alles 2D-Einstellungen, Texte und so weiter, die jederzeit noch überarbeitet werden können.